Ich habe Steffen Kampeter gerade gesagt, ich bin nicht sicher, ob unser gemeinsames Wirken immer Ihren Beifall findet. Ich komme nachher noch zu einem Thema, Herr Kramer, oder? Sehr geehrter Herr Kramer, lieber Steffen Kampeter, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gerda Hasselfeld, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich gerne gekommen, obwohl ich vermute, dass es ja auch eine ganz besondere Anstrengung ist für Sie, jetzt hier sozusagen den Reigen. Nee, ist angenehm, Herr Kramer, Sie sollen nicht schwindeln. Aber ich will mal versuchen, abseits manchem, was hier aufgeschrieben steht, sozusagen vielleicht mal ohne den Text, habe ich mir gerade überlegt, mal zu sagen, was ich glaube, wo die Herausforderungen für unser Land sind. Wenn Sie in das Gesetz über das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz hineinschauen, das mal Karl Schiller in einer großen Koalition geschaffen hat und das bis heute gilt. Und wenn das der Maßstab an die Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik Deutschland ist, dann hat die Große Koalition zumindest nicht allzu viel falsch gemacht, was ja in den Augen der Wirtschaft schon mal ein ziemlich großes Lob wäre. Wir haben ein hohes Beschäftigungsniveau, so viele Beschäftigte wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, über 43 Millionen Menschen. Und anders als manche behaupten, nicht etwa wegen einer steigenden prekären Beschäftigung, sondern wegen einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen und auch fair bezahlten Arbeitsverhältnisse und einer Abnahme der prekären Beschäftigung. Wir haben ein Wirtschaftswachstum, das zweite Ziel im magischen Viereck des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes, das übrigens bis heute gilt, dass jedenfalls ein stetiges Wirtschaftswachstum seit 3 Jahren ist. Nun will ich nicht behaupten, dass mit Eintritt der Großen Koalition sozusagen automatisch dieses Wirtschaftswachstum entstanden ist. Nein, da haben davor eine ganze Menge was dafür getan. Ich komme gerade aus einer Veranstaltung mit Gerd Schröder. Und was immer man über die Agenda 2010 denken mag, eins ist jedenfalls klar, dass wir in Deutschland damals nicht auf die Ratschläge der damals in Mode gekommenen Wirtschaftspolitiker gehört haben, die uns geraten haben, wir sollten doch mal industrielle Produktion vergessen und verarbeitendes Gewerbe. Das sei also anstrengend, das machten die Chinesen und die Inder viel besser. Und wir sollten mal auf Dienstleistungen, am besten auf Finanzdienstleistungen setzen. Dass wir darauf nicht gehört haben, sondern mit allen Schwierigkeiten, die wir hatten, dafür gesorgt haben, dass industrielle Produktion, verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen in diesem Land eine gute, möglichst gute Bedingung finden. Das ist die Grundlage gewesen dafür, dass wir auch jetzt noch dieses stetige Wirtschaftswachstum haben und auch im nächsten Jahr noch haben werden. Das dritte Ziel, Preisstabilität. Das ist ja eher so, dass sozusagen die Ökonomen sagen, ein bisschen mehr Inflationsrate wäre nicht schlecht. Die Tarifvertragspartner werden eher anderer Meinung sein, was das den Verteilungsspielraum in Grenzen hält, wenn man nicht noch über Inflationsraten reden muss. Und das einzige Ziel, das wir nicht erreichen, das ist das Thema Außenhandelsgleichgewicht von diesen 4 Zielen. Und das hat was mit der Exportstärke, der Innovationsstärke der deutschen Wirtschaft zu tun. Und ich glaube, dass wir jedenfalls lieber hier ein Manko haben, als dass wir dafür wären, dass die Stärke, die Export- und Innovationsstärke der deutschen Wirtschaft geringer ist. Also, man kann, glaube ich, sagen, dass wir gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben in diesem Land und dass wir gemessen an dem, was wir uns an Auftrag gegeben haben, auch, finde ich, eine gute Bilanz nach 3 Jahren der Großen Koalition der Wirtschaftspolitik haben. Wir haben ein paar Dinge angepackt, die Sie zu Recht von uns eingefordert haben, zum Beispiel die Bedingungen für die Gründung junger Unternehmen, für Start-ups, für die Entwicklung der Unternehmen nach der Startphase zu tun. Wir haben über 2 Milliarden Euro inzwischen Venture Capital. Wir haben endlich, Herr Kampeter kennt das aus seiner frühergehenden Zeit, endlich es geschafft, eine Regelung zu finden, bei der jemand, der in ein Unternehmen, ein junges einsteigt, nicht zuerst dessen Steuerrückstellungen bezahlen muss, weil diese Art des Altruismus ist wahrscheinlich selbst in Deutschland nicht sehr verbreitet. Wir haben eine Menge dafür getan, dass für junge Unternehmen die Bedingungen besser werden. Wir haben
den Investitionshaushalt des Bundes deutlich erhöht, um ein Drittel in dieser Periode, ein Drittel höhere Investitionen. Und wir haben zeitgleich trotz einer gewaltigen Aufgabe, nämlich der Aufnahme der Flüchtlinge, ausgeglichene Haushalte. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen. Knapp 1 Million Menschen kommen zu uns. Wir haben keine Verteilungskämpfe. Wir haben keine Debatten über höhere Steuern, sondern wir schaffen das, sozusagen die Integrationsschritte voranzutreiben, ohne dass das Land dadurch in eine finanzielle Zerreißprobe gebracht wird. Das alleine zeigt schon, dass die Voraussetzung auch für die Zukunft ist, eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Ich möchte mir unser Land nicht vorstellen, in einer Situation der Aufnahme so vieler Menschen bei steigender Arbeitslosigkeit oder bei großen Verteilungskonflikten um Sozialleistungen in diesem Land. Ich möchte nicht glauben, ich möchte nicht wissen, was dann hier los wäre. Also eigentlich eine gute Verfassung. Und Herr Kramer, selbst da, wo wir über Sozialpolitik miteinander reden mussten, gibt es ja Bemerkungen, Urteile über die Arbeit der Bundesregierung, die ja fast schon eine Lobpreisung sind. Jetzt ärgere ich mich, dass ich die Rede nicht doch vorlese, weil da ein Zitat von Ihnen drin steht über die Neuregelung der Leih- und Zeitarbeit und der Werkverträge, bei dem Sie ja gesagt haben, dass damit eine außerordentlich tragfähige Lösung erreicht worden sei. Ich finde, das zeigt auch, dass in diesem Land, sagen wir, soziale Verantwortung auf beiden Seiten, Sozialpartnerschaft gut funktioniert. Das ist ja ein bisschen was aus der Mode gekommen war vor der Finanzkrise. Ich kann mich noch daran erinnern, dass auch aus Arbeitgeberseite immer gesagt wurde, hört auf mit den Flächentarifverträgen, lasst uns mal betriebliche Lösungen finden. Und als die kleinen Gewerkschaften dann überall gegründet wurden, da wurde gebeten, dass wir ein Tarifeinheitsgesetz machen. Ich hoffe, Sie verzeihen es mir. Ich fand das eine ganz angenehme Form eines Täter-Opfer-Ausgleichs, dass wir das dann noch wieder hingekriegt haben. Wir merken gerade, wie groß die Bedeutung ist, dass unser Land doch versucht, wirtschaftliche Freiheit, wirtschaftliche Erfolgschancen und gegenseitige Verantwortung und soziale Sicherheit immer wieder in eine Balance zu finden. Das mag mal in die eine oder andere Richtung zu weit ausschlagen, aber immer wieder schafft es Deutschland, diese Balance zu finden. Und wenn wir gucken, was sich in den Vereinigten Staaten an Radikalisierung entwickelt hat, der neu gewählte amerikanische Präsident, den die meisten in Deutschland und Europa ja jetzt ein bisschen mit kritischen Augen beobachten, was denn nun wohl kommen wird, aber der ist das Ergebnis einer Entwicklung und nicht etwa der Beginn. Es ist eine Radikalisierung der Republikaner gewesen, eine Radikalisierung in der Gesellschaft, die wir trotz mancher Extreme, die wir inzwischen auch in Deutschland haben, in diesem Land nicht kennen. Und ich finde, das darf man ab und zu auch mal laut sagen, dieses Land wird nicht nach außen gekennzeichnet und nach innen durch wachsende Radikalisierung. Es sind nicht rechtsradikale Gewalttäter oder andere Leute, die dieses Land radikalisieren, sondern es wird in seiner weit, weit übergroßen Mehrheit von ganz normalen Menschen, Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Familien getragen, die sich jeden Tag ziemlich reinhängen, um das Land hier erfolgreich zu halten. Und die zweitens gleichzeitig schauen, dass wir miteinander sozialen Frieden und soziale Verantwortung ausüben. Darauf kann Deutschland ziemlich stolz sein, auch die Arbeitgeber, meine Damen und Herren. Das Geheimnis unseres Landes ist doch eigentlich, dass wir gerade gegenüber den Arbeitgebern und der Industrie sagen, wir wissen, dass sich die Wirtschaft immer verändern muss. Wir wissen das. Und wir wissen, dass dabei nicht immer nur Gewinner entstehen, sondern dass dabei auch Schwierigkeiten für einen Teil der Beschäftigten entstehen kann. Aber wir haben Instrumente entwickelt. Vor mir sitzt der Chef der Bundesagentur für Arbeit. Ich weiß immer nicht, in welchem Teiljob ich Sie jetzt gerade treffe. Ich glaube, eine der wirklich guten Ideen war, die beiden Dinge bei Ihnen zusammenzuführen. Ich glaube, das haben wir ganz vernünftig gemacht. Aber Sie stehen ja auch für ein Instrumentarium, bei dem wir versuchen wollen, die jetzt in dieser wirtschaftlichen Entwicklung nicht mitkommen, jedenfalls so zu behandeln, zu qualifizieren, zu begleiten, dass sie wieder Zugang in die Arbeitsgesellschaft finden. Das ist eine Idee, bei der wir eigentlich sagen, wir alle in der Politik, wir bekennen uns zur Modernisierung. Wir werden nie versuchen, die Modernisierung unseres Landes in der Wirtschaft zu behindern. Klammer auf. In anderen europäischen Ländern gibt es andere Traditionen,
mit entsprechend erschreckenden ökonomischen Konsequenzen, zum Beispiel in unserem wichtigen Partnerland Frankreich, Klammer zu. Aber wir werden gleichzeitig immer aufpassen, dass die, die dabei in Schwierigkeiten geraten, dass wir für die Angebote schaffen, dass wir mit ihnen umgehen, dass sie zurückfinden in die Arbeitsgesellschaft. Oder wenn das nicht geht, sie jedenfalls begleiten und nicht ins Bergfreie stürzen lassen. Das unterscheidet uns diametral zum Beispiel von den Vereinigten Staaten und von anderen in Europa. Wir bekennen uns zur Modernisierung, aber auch zur gegenseitigen Verantwortung. Ich glaube, das ist das eigentliche Geheimnis der Stabilität Deutschlands. Wer die Arbeiter im Rust Belt vergisst und sich nicht um sie kümmert und sagt, so ist das eben in der Modernisierung, dem werden die Hipster in Kalifornien am Ende nicht helfen. Sondern man muss schon gucken, dass man das beieinander hält. Und dafür haben wir in Deutschland den Begriff Sozialpartnerschaft entwickelt. Und ich glaube, wir merken gerade, er war so ein bisschen aus der Mode, wir merken gerade, dass er auch im Zeitalter der Globalisierung hochmodern ist und dass das etwas ist, was unser Land anzubieten hat gegenüber vielen anderen Ländern der Erde, die weder das eine, nämlich dass sich der Modernisierung stellen kennen, noch das andere, nämlich sich kümmern um die, bei denen jedenfalls nicht automatisch die Rückkehr in die Arbeitsgesellschaft erfolgen kann. Ich glaube, das ist unser Angebot gegenüber vielen anderen Ländern. Die soziale Marktwirtschaft ist, glaube ich, moderner als oder so modern, wie sie immer war. Und ich danke allen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, dass sie dazu stehen und dass sie in ihrem Alltag schon alleine durch die Berufsausbildung den Artikel 14 Absatz 2 unserer Verfassung mit Leben füllen. Nämlich da steht, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Jedenfalls für die weit überwiegende Teil der deutschen Arbeitgeber, glaube ich, kann man sagen, das steht nicht nur in der Verfassung, Herr Kramer, das ist Alltagspraxis bei Ihnen. Vielen Dank dafür. Jetzt ist ja, ich meine, dass wir hier aus der Koalition, die anderen beiden werden das vermutlich in geringerem Maße getan haben, dass wir uns gegenseitig erklären, wie gut wir sind, ist jetzt irgendwie die Überraschung des Nachmittages für Sie, ich vermute. Aber jedenfalls wissen wir auch, dass man sich auf dem Erreichten nicht ausruhen kann. Das ist vielleicht sogar das Gefährlichste aktuell, dass wir zu stark glauben, dass was wir, die Situation, die wir gerade haben, könne man so bruchlos fortschreiben. Sie als Arbeitgeber wissen, dass das nicht so ist. In der Gesellschaft werden wir noch ein bisschen was dafür tun müssen. Wir haben gewaltige Herausforderungen in der Digitalisierung. Und zwar von der Infrastruktur angefangen über Bildung bis zum Rechtsrahmen, aber übrigens vor allen Dingen vom Verständnis des wirtschaftlichen Geschehens. Die Beurteilungskompetenz, die da stattfindet, die ist noch bei weitem nicht ausgeprägt genug. Es reicht eben leider heute nicht mehr, das zu tun, was wir seit 200 Jahren besser können als andere, nämlich ins Produkt, in die Dienstleistung investieren, um effizienter und besser zu werden, sondern da schiebt sich auf einmal zwischen Produkt und Kunde eine Plattform, die über Daten getrieben wird. Und wenn wir die nicht beherrschen, dann sind wir am Ende Teil sozusagen verlängerter Werkbanke, dann sind Autos Commodities und vieles andere mehr. Das heißt also, die Digitalisierung ist viel mehr als eine technologische Herausforderung, viel mehr als Infrastruktur, viel mehr als Rechtsrahmen. Sie ist vor allem das Verständnis einer anderen Ökonomie. Ich glaube trotzdem, dass man die anderen Dinge nicht verbessern darf. Mein Vorschlag ist zum Beispiel, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, mit der Zielsetzung 50 Megabit 2018 überall. Ich finde, was wir alle doch wissen, oder wir sollten jedenfalls wissen, dass wenn wir die Geschäftsmodelle der Zukunft beherrschen werden, wir Echtzeit brauchen, Glasfaser brauchen, Gigabit-Netze brauchen. Und ein Land wie Deutschland muss den Mut haben zu sagen, wir wollen von mir aus 2025 die beste digitale Infrastruktur der Welt haben. Darunter darf es Deutschland nicht machen, meine Damen und Herren. Übrigens, wenn man über Europa redet und sich fragt, was ist eigentlich mal ein Projekt für Europa, das ist auch eins für Europa. Ich habe nichts gegen den Juncker-Plan. Von mir aus kann man auch die Mittel verdoppeln, aber es ist nicht so richtig schlau, die für Kleinstprojekte auszugeben und nicht an der Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Kontinents zu arbeiten. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur in ganz Europa wäre eine Aufgabe, die wir sozusagen meistern müssen. Ich hoffe, dass wir wegkommen von den kleinteiligen Versuchen dort,
Wachstum zu erzeugen. Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter, in einer globalen digitalen Ökonomie, ist die zentrale Frage, die sich an die Wirtschaftspolitik in Deutschland, aber auch in Europa richtet. Das Zweite ist, wir wissen natürlich, dass das Thema Energie weiter beherrschend bleiben wird. Ich finde, wir haben hier eine Menge geschafft. Wir haben endlich mal die losen Fäden der Energiewende zusammengebunden und wir haben vor allen Dingen die Energiepolitik wieder in Richtung Markt geschoben. Wir haben die Erneuerbaren fit gemacht für den Strommarkt und den Strommarkt fit gemacht für die Erneuerbaren. Und wir haben aufgehört, und ich hoffe, dass es dabei bleibt, es gibt ja immer wieder Leute, die neue Ideen haben, was man noch an Subventionen machen kann, um das eine oder andere zu finanzieren. Wir müssen dazu kommen, dass Knappheitssignale des Marktes entscheiden, was sozusagen im Bereich der Erneuerbaren passiert und dass wir nicht durch Aneinanderreihung von Subventionen bestimmte Technologien fördern und andere nicht. Deswegen war trotz aller Widerstände die Entscheidung richtig, zu Ausschreibungsmodellen zu kommen. Die Entscheidung richtig, den Markt wieder wirken zu lassen. Ich glaube, dass das neben allen anderen Bedingungen, die man auch schaffen muss, nämlich zum Beispiel die Befreiung der energieintensiven Industrie, die im weltweiten Wettbewerb mit Ländern steht, die nichts davon kennen, dass wir die von der EEG-Umlage befreit haben, dass wir sichergestellt haben, dass der Eigenstrom nicht von der EEG-Umlage belastet wird und anderes mehr. Das alles war auch notwendig, aber die zentrale Richtung, wieder mehr Markt in die Energiepolitik zu bekommen, war eine zweite. Aber machen wir uns nichts vor, auch da wird es weitergehen. Wir werden die Reformen voranbringen müssen, denn wir merken, dass wir immer mehr Strom sozusagen auch zur Mobilität, auch im Gebäude nutzen werden. Und das alles kann nicht enden nur in der EEG-Umlage. Die EEG-Umlage kann nicht der einzige Träger der Sektorkopplung zwischen sozusagen Stromnutzung für Elektrizität, Stromnutzung für Wärme und Stromnutzung für Kraftfahrzeuge sein. Da wird gewaltig etwas auf das Land hinzukommen und werden aufpassen müssen, dass wir nicht Zielsetzungen setzen, die sozusagen sich unter der Überschrift Klimaschutz immer gut anhören, aber die wir dann lange Zeit nicht erfüllen. Und wenn das Jahr kommt, in dem wir es erfüllen müssen, wir feststellen, dass die unterschiedlichsten Überschriften, die wir so über die Zeit gesetzt haben, dann nicht zueinander passen. Das ist uns mit einem kleinen Thema, sozusagen der Frage der Kohleabgabe, der Erreichung der 2020er Ziele mit einem wirklich überschaubaren Volumen schon passiert. Worum es jetzt geht, sind ganz andere Größenordnungen. Und da finde ich, müssen wir schon aufpassen, dass neben den Zielsetzungen des Klimaschutzes die der industriellen und der wirtschaftlichen Entwicklung nicht untergeordnet sind. Ich will den Klimaschutz, ich war mal Umweltminister, nicht kleinreden, im Gegenteil. Aber es muss, wenn zum Beispiel jetzt die EU sagt, 2020 20% weniger CO2, dann muss es heißen, 2020 aber auch 20% Industriebesatz in Europa als Ziel. Das darf nicht das eine gegen das andere ausgespielt werden. Und da, glaube ich, wird uns gewaltig etwas bevorstehen. Das dritte Thema sind Investitionen in die Infrastruktur weit über die Digitalisierung hinaus. Wenn alleine unsere Schulen 34 Milliarden Euro Investitionsstau haben, dann wissen wir, was wir in der Infrastruktur unseres Landes tun müssen. Denn wirtschaftlicher Erfolg hängt von guter Infrastruktur ab, von Straßen, von Schienenverkehrswegen. In Berlin muss man dazu fügen, auch von Flughäfen, von Wasserstraßen, von Digitalisierung, aber eben auch Infrastruktur in der Bildung. Ich weiß nicht, wie Ihnen das gegangen ist. Ich bin ja inzwischen auch, wie Steffen Kampeter, im fortgeschrittenen Alter. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war. Als ich in die Schule gekommen bin, bin ich in eine neue Grundschule gekommen. Dann bin ich in eine neue, so hieß das damals, Mittelschule für Knaben gekommen. Und dann in ein neues Gymnasium. Man konnte richtig anfassen, dass Bildung was wert ist. Man konnte es im wahrsten des Wortes begreifen. Die sanitären Anlagen der Schulen waren jedenfalls besser als bei uns zu Hause. Heute ist die Lage so, nicht nur bei den sanitären Anlagen, dass es umgekehrt ist, Gott sei Dank, sondern wir haben einen gewaltigen Sanierungsstau. Es muss doch ein Land wie Deutschland, dem bewusst ist, dass wir, wenn wir keine Gold im Boden haben, dann uns um das Gold in den Köpfen kümmern müssen, dann muss es eine große Investitionsanstrengung geben, die besten Schulen in Deutschland übrigens in die schwierigsten sozialen Stadtteile zu stellen. Das müssen die Leuchttürme unseres Landes sein. Nur dann werden wir übrigens auch die Fachkräfte finden, die wir in den nächsten Jahren immer mehr brauchen. Zuwanderung ist wichtig,
am besten geregelt, aber sich darum kümmern, dass die, die im Land leben, eine gute bildungspolitische Entwicklung haben, mit Ganztagsschulen, mit ausreichend Lehrerinnen und Lehrern, mit Sozialpädagogen, in denen Erziehung kein Fremdwort in der Schule sein darf, aber auch mit den best ausgestatteten Schulen, das finde ich, ist auch eine Aufgabe, die eines Landes wie Deutschland angemessen ist. Darunter dürfen wir es nicht machen, meine Damen und Herren. Und beim Thema Digitalisierung und Ausstattung würde ich mal bei den Berufsschulen mit anfangen. Die berufliche Bildung wird in Deutschland aus meiner Sicht inzwischen nicht ausreichend wertgeschätzt. Das war früher anders. Ja, natürlich freut sich jede Familie, bei mir war das auch so, wenn die Kinder einen akademischen Bildungsweg einschlagen. Vor allen Dingen, wenn es sozusagen den Eltern nicht gelungen ist. Das ist der Traum auch meiner Mutter gewesen, obwohl sie lange gezweifelt hat, ob das jemals Erfolg haben wird. Aber wir sehen bei 40% Studienabbrecherquoten, dass das für viele auch die falsche Richtung ist. Und berufliche Bildung darf doch, ich meine, ausgehend in Deutschland, der Rest der Welt beneidet uns darum. Berufliche Bildung darf nicht immer mehr zum zweitbesten Weg für ein selbstbestimmtes Leben führen. Es ist genauso gut, genauso gleichrangig. Wir müssen die berufliche Bildung wieder höher wertschätzen. Und wenn wir das BAföG erhöhen, dann eben das Meister-BAföG erhöhen. Und wenn wir stolz darauf sind, dass es keine Studiengebühren gibt, dann sollten wir vielleicht mal die Gebühren für Meister- und Technikerkurse auch abschaffen. Damit klar ist, das ist gleich viel wert. Also, es gibt viel zu tun, damit wir in 10 Jahren noch wirtschaftlich erfolgreich sind. Ich habe bestimmt noch ein paar Dinge vergessen, aber ich wollte damit klar machen, die Herausforderungen sind doch jetzt nicht, sich auszuruhen oder zu sagen, wunderbar, was wir geschafft haben und den Rest schaffen wir schon auch noch irgendwie, sondern die Herausforderung ist, dieses Land in einer völlig veränderten wirtschaftlichen Welt auch in 10 Jahren noch wirtschaftlich so erfolgreich zu führen, um den sozialen Frieden und den sozialen Ausgleich auch dann noch herstellen zu können. Und da, glaube ich, müssen wir aufpassen. Steffen Kampeter hat gesagt, Union und SPD verstehen sich gut und regieren gut zusammen. Das stimmt, ob wir uns jetzt immer gut verstehen, aber wir regieren gut zusammen. Ich mache jetzt mal 2 Beispiele, wo beide Partner aufpassen müssen. Ich fange mit meinem Verein an. Wir sagen alle, wunderbare wirtschaftliche gute Entwicklung, wir haben so tolle Haushaltszahlen. Und jetzt denken wir mal über die Frage nach, was wir noch so machen können. Und ich will auch sagen, es gibt in diesem Land auch in sozialen Fragen einiges zu tun. Zum Beispiel die Situation für Familien und Alleinerziehende zu verbessern. Zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Frauen nicht alleine gelassen werden mit der Klage für den Unterhalt ihrer Kinder und manches andere mehr. Aber die Größenordnungen, die derzeit gelegentlich öffentlich debattiert werden, zum Beispiel auch in der Rente, die sind natürlich, sagen wir mal, vorsichtig formuliert, anspruchsvoll. Die Kombination aus Ost-West-Rentenangleichung, Erwerbsunfähigkeitsrente, Soli-Rente, Rentenniveau, Mütterrente, es gibt noch ein paar Themen, ist eine Größenordnung, wo wir jedenfalls auch in meiner Partei mal in Ruhe reden müssen, mehr darf ich ja nicht sagen. Umgekehrt macht es auch keinen Sinn, über gigantische Steuersenkungen zu reden, wenn wir wissen, dass die Haushaltsüberschüsse nur durch eine einzige Tatsache entstehen, nämlich durch Niedrigzinsphase. Wir sparen jedes Jahr 20 Milliarden Euro Zinsen durch niedrige 20 Milliarden Euro im Bundeshaushalt durch niedrige Zinsen. Eine Steuersenkung oder große Mehrausgaben in der gleichen Größenordnung. Schlimmer noch, wenn sich beide verstehen und man macht beides. Darauf wollte ich nur hinweisen vorhin. Wie soll das funktionieren? Wie soll eine Steuersenkung funktionieren, wenn wir vielleicht dann kurze Zeit später steigende Zinsen haben? Mein Rat wäre, lieber über die Frage nachzudenken, dass wir das Geld, was wir jetzt haben, investieren, damit wir solche Überschüsse in Zukunft auch wieder stärker aus uns selbst heraus produzieren können und nicht nur durch den Zufall niedriger Zinsen.
Ich sage das in allen Veranstaltungen gleichermaßen. Ich sage das auch in meiner Partei, ich sage das bei den Gewerkschaften und auch bei Ihnen. Maß und Mitte in der Frage, was tun wir bei der Steuersenkung oder bei der Abgabensenkung? Ich will nicht sagen, dass man da gar nichts tun muss. Nochmal, Familien zum Beispiel. Und gleichzeitig Maß und Mitte auch dabei zu gucken, was ist in dem Land wirklich nötig, um soziale Stabilität und Sicherheit zu verbessern. Das, glaube ich, werden wir auch im Bundestagswahlkampf beherzigen müssen. Denn die Zeiten, die dann kommen, dafür hat Deutschland jede Voraussetzung, sie gut zu bestehen. Allerdings muss man dem Land diese Voraussetzungen auch lassen und darf sie sozusagen nicht reduzieren. Das gilt ja nicht nur in der Ökonomie, sondern wir haben ja auch eine völlig veränderte Lage in der Welt. Es gab vor ein paar Jahren ein Buch, das über Alexander von Humboldt und Friedrich Gauss geschrieben wurde. Es nannte sich Die Vermessung der Welt. Ich glaube, wir erleben gerade eine Neuvermessung der Welt in vielerlei Hinsicht. Ökonomisch das Aufsteigen Asiens, aber natürlich auch politisch. Ich meine, schon die Landkarte Europas, wenn wir da so drauf gucken, wo haben wir eigentlich nette Nachbarn, dann ist das ja ausschließlich in der Arktis der Fall. Die Eisbären, die wollen nichts bei uns hier, das ist das hier zu warm. Ab da wird es schwierig. Russland, Türkei, Nordafrika. Viele freuen sich darüber, dass die Amerikaner die Absicht haben, sich aus Nordafrika zurückzuziehen, weil die seit 1953 dort viele Fehlentscheidungen getroffen haben. Aber was ist eigentlich die Antwort auf das Vakuum, das dann entsteht? Das heißt, wir haben auch politisch, geopolitisch riesige Herausforderungen von uns, die auch ökonomische, auch finanzielle Konsequenzen haben werden. Deswegen plädiere ich dafür, dass wir bei aller Notwendigkeit, sich im Wahlkampf auseinanderzusetzen, gibt es genug Felder, wo man das machen kann, aufpassen, dass wir diese Maß- und Mitte-Politik, wo wir immer uns darüber im Klaren sind, dass nur der wirtschaftliche Erfolg dieses Landes alles andere ermöglichen wird, dass wir das nicht vergessen. Und dazu zählt dann übrigens auch solche Abkommen, wie sie, glaube ich, eben noch diskutiert worden, wie CETA. Man stelle sich vor, CETA wäre in diesen Trouble nicht wegen der Wallonie gekommen, sondern wegen Deutschland, was da wohl der Rest der Welt über uns gedacht hätte. Allerdings zeigen die Abkommen auch, dass wir sie anders verhandeln müssen. Meine Freihändler im Wirtschaftsministerium waren völlig überrascht, dass sich für Freihandel überhaupt wer interessiert. Die letzten 30, 40 Jahre haben wir nämlich Freihandel praktisch ohne Öffentlichkeit gemacht. Ich bin nicht sicher, ob die Minister wussten, was sie unterschrieben haben, aber weit darüber hinaus eigentlich nicht gegangen. Die Verbraucher waren glücklich, weil das darum ging, Zölle abzubauen. Die Unternehmen waren manchmal nicht so glücklich, weil das mehr Wettbewerb hieß. Aber im Grunde lief das alles mit großem Vertrauen der Öffentlichkeit. Und jetzt reden wir über mehr, Gott sei Dank. Das Interessante ist, dass es Umweltverbände, Gewerkschaften, Kirchen, NGOs waren, die vor 10 Jahren gesagt haben, ihr dürft nicht nur über Freihandel reden. Ihr müsst auch über die gesellschaftlichen Standards reden, die im Handel miteinander verabredet sind. Verbot von Kinderarbeit, das Recht für Gewerkschaften, das Recht, Tarifverträge zu schließen, Umweltschutz, Verbraucherschutz, das alles gehört in die Abkommen rein. Das stimmt auch. Allerdings muss man sie dann anders verhandeln, denn auf einmal haben Verbraucher Angst, dass bei den Verhandlungen nicht bessere Standards rauskommen, sondern schlechtere. Das hat sich völlig gedreht. Die Unternehmen sind für Freihandel, die Verbraucher sind sehr in Distanz gegangen. Und daraus müssen wir lernen. Wir müssen die in Zukunft in einer völlig anderen Weise mit einer anderen Öffentlichkeit verhandeln. Als wir jetzt angefangen haben, vor 1-2 Jahren Öffentlichkeit herzustellen, da waren schon alle Verschwörungstheorien in der Welt. Und im Zweifel finden Sie immer irgendeinen wild gewordenen Professor, der Ihnen für jede obskure Theorie ein Gutachten schreibt. Und leider ist das so, dass im Internet denen mehr geglaubt wird, als den Texten, die Sie im Internet über die Freihandelsabkommen veröffentlichen können. Wir werden das anders machen müssen. Ich bin all denen, die geholfen haben, CETA zur Mehrheit zu verhelfen. Das gilt für die Arbeitgeber und übrigens auch die Gewerkschaften, die sehr viel am Ende dafür getan haben, dass das Abkommen mit Kanada machbar wird. Ich bin sehr dankbar, dass wir das geschafft haben. Europa wird, egal was in den Vereinigten Staaten passiert oder nicht, eine wichtigere Rolle bekommen, wenn wir wollen, dass wir in der Welt noch eine Rolle spielen. Unsere Kinder werden selbst im starken Deutschland keine Stimme in der Welt haben, wenn es nur eine deutsche Stimme ist. Nur eine gemeinsame europäische Stimme wird noch in der Welt gehört werden.
Aber selbst dann brauchen wir Partner. Wir werden das nicht alleine können. Und niemand steht uns gesellschaftlich so nah wie Kanada. Kanada ist europäischer als mancher europäischer Mitgliedstaat. Aber auch mit anderen, die uns nicht so nahe stehen, werden wir solche Abkommen schließen müssen. Denn wenn wir das nicht tun, dann werden andere die Standards im Welthandel setzen und wir werden uns an sie anpassen müssen. Und das sind gewiss schlechtere Standards, als wenn wir sie selbst herbeiführen. Deswegen, ich rate uns zu großem Selbstbewusstsein, auch zu Mut in solchen Verhandlungen. Mir ist manche Kritik an den Freihandelsabkommen auch aus einem Grund sozusagen so schwierig erschienen, weil sie so getan hat, als seien wir quasi Opfer, die nichts anzubieten haben, die nicht mutig sein können, die nicht verhandeln dürfen, weil wir in jeder Verhandlung über den Tisch gezogen werden. Das Gegenteil ist der Fall. Europa hat viel anzubieten, dieses Land auch, so schwierig der Zustand Europas auch sein mag. Ich empfehle immer jedem mal eine Sekunde, die Augen zuzumachen und sich zu überlegen, wo ist eigentlich ein Ort, an dem man sich hinwünscht, weil man sich dort wohlfühlt. Über 90% der Bilder, die bei Menschen dann auftauchen, sind übrigens im eigenen Land, in Deutschland. Das zeigt schon mal, dass es Grund gibt, auch stolz auf dieses Land zu sein. Und die meisten anderen haben mindestens ein Bild von Europa im Kopf. Nirgendwo auf der Welt, was immer an Problemen in Europa existiert, kann man so frei, so demokratisch und so sozial sicher wie in Europa leben. Nirgendwo auf der Welt. Es gibt keine Region in der Welt, die derartig gut aufgestellt ist im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger. Und natürlich gibt es auch Schwierigkeiten. Aber das ist das größte Zivilisationsprojekt des 20. Jahrhunderts. Und im 21. Jahrhundert wären viele andere Regionen der Welt froh, wenn sie unsere Probleme hätten. Also lassen Sie uns auch ein bisschen stolzer über Europa reden. Das ist ein toller Kontinent, dem gibt es viel zu tun, aber ist die beste Region auf der Welt, um hier zu arbeiten, zu leben und hier Kinder großzuziehen, sozial, frei und sicher. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.